der dritte Grund, warum Slow Sex so genial ist. Slow Sex ist entspannt und kann entspannt bleiben. Aber du musst es nicht. So toll der Sex, der dich total ausgepowert in die Laken sinken lässt, sein kann. Dafür ist nicht jeden Tag Platz oder die Energie da. Sei es ein anstrengender Job, Kinder oder anderes. Wenn Sex nur funktioniert, wenn du Lust hast, dich auszupowern, findet er selten statt. Weil der Genuss im Slow Sex nicht daraus entsteht, dass du viel Spannung aufbaust und dich auspowerst, funktioniert Slow Sex auch, wenn du total müde bist und mit wenig Energie. Gerade für Paare mit kleinen Kindern ist das ideal. Merke, der Genuss braucht dein Fühlen, deine Bereitschaft in deinem Körper zu sein und deinem Gegenüber nah zu sein. Und weil Menschen Angst kriegen, dass Slow Sex ihnen vielleicht den heißen Sex madig macht oder das Auspowern. Slow Sex ist eine Art von Sex und es gibt viele andere auf dem großen Buffet von sexueller Lust. Keine davon ist per se schlechter oder besser, sondern es ist toll, wenn du die Auswahl hast und für jede Situation eine passende Art, die dir gefällt und gut tut.